Gut, das war der Bericht des Prüfungsausschusses zum Rechnungsabschluss 2013. Wir kommen zum Punkt B. Und da wird man die Frau Margit Schaumberger die Buchhaltung bitten, dass sie uns die Erläuterung zum Rechnungsabschluss zum Besten gibt. So, der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2013 konnte eben wie folgt abgeschlossen werden. Im ordentlichen Haushalt hat das Sollergebnis einen Sollüberschuss von 0 Euro ergeben. Die Einnahmen waren 7.478.993,88. Ausgaben in derselben Höhe. Vorher konnte noch ein Anteilsbetrag vom ordentlichen Haushalt in den außerordentlichen Haushalt verschoben werden, und zwar in der Höhe von 408.192,14. Dieser wurde zur Abdeckung von folgenden Vorhaben zugeführt. Kanalsportplatz, da konnten 18.708 Euro abgedeckt werden, und zwar aus den Kanalisationsbeiträgen, die eben zweckgebunden zugeführt wurden. Marktgemeinde Ibach, KG, Museum, da wurden 27.500 Euro gedeckt. Straßensanierung, Geh- und Radwege mit Straßenbeleuchtung, 48.116,31 Euro. Rückhaltebecken-Jägerweg, 1.463 Euro. Rückhaltebecken-Grenzbachweg, 9.071,15 Euro. Marktgemeinde Ibach KG, Vorhaben Industrie West, da konnten 235.375,38 Euro zugeführt werden. Die LED-Straßenbeleuchtung 5.754,90 Euro. Grundkauf Michelsen 7.223,40 Euro. Und das Vorhaben Marktgemeinde Ibach KG Wasserhaus mit 54.980 Euro. Das ergibt die Summe von 408.192,14. Das Ist-Ergebnis, die Einnahmen betragen 7.396.429,62. Ausgaben dagegen stehen mit 7.570.547,88. Daraus ergibt sich ein Ist-Abgang von 174.118,26 Euro. Dann der außerordentliche Haushalt, da hat es im Sollergebnis auch einen Sollüberschuss gegeben. Einnahmen waren 4.805.517,90. Die Ausgaben betragen 3.609.255,83. Der Sollüberschuss beträgt somit 1.196.262,07. Dieser Sollüberschuss setzt sich wie folgt zusammen. Beim Vorhaben Volksschule Generalsanierung wurde ein Sollüberschuss von 1.866.269,27 verbucht. Marktgemeinde Ibach KG Industrie West, ein Sollabgang von 562.607,20.
und beim Vorhaben LED-Straßenbeleuchtung ein Sollabgang von 107.400. Damit ergibt es einen Gesamtzollüberschuss von 1.196.262,07. Das Ist-Ergebnis: Einnahmen in der Höhe von 5.565.649,11. Die Ausgaben betragen 3.653.297,49. Somit besteht ein Ist-Überschuss von 1.912.351,62. Bei folgenden Vorhaben ist dieser Ist-Überschuss verrechnet, und zwar bei der Volksschule Generalsanierung mit 1.899.099,17 und bei der Straßen- und Gehsteigsanierung mit 13.261,45. Der Kassenabschluss: Die Einnahmen, der anfängliche Kassenbestand betrug minus 679.666,40. Die Summe der ordentlichen Einnahmen waren 7.393.090,58. Die außerordentlichen Einnahmen 4.805.517,90. Und die Summe der voranschlagsunwirksamen Einnahmen sind 3.554.691,97. Die Ausgaben: Die Summe der ordentlichen Ausgaben betragen 7.445.892,25. Die Summe der außerordentlichen Ausgaben 2.896.086,91 und die Summe der voranschlagsunwirksamen Ausgaben 3.560.446. Der schließliche Kassenstand ergibt sich mit 1.171.208,89. Somit ist der Kassenabschluss ausgeglichen. Dankeschön. Gut, ihr habt den Bericht zum Rechnungsabschluss gehört. Gibt es von meiner Seite eine Frage zum Rechnungsabschluss? Ich habe eine Frage zum Rechnungsabschluss. Ich meine, das ist das, was ich auch eingebracht habe, die Überschreitung der Repräsentationskosten. Das war auf eine Erhöhung auf 18.400. Für mich ist das nicht ausreichend eine Begründung, was du vorher gegeben hast. Gleiches gilt auch für die Erhöhung der Kosten für die Wochennachrichten. Veranschlagt waren bitte das ins Protokoll nehmen, was ich jetzt sage. Veranschlagt waren 32.000. Es hat eine Erhöhung gegeben auf 57.750. Das ist für mich auch nicht ausreichend. Ich habe hier das Exemplar der Wochennachrichten vom Dezember. Weiß nicht, wer das überhaupt liest von euch. Ich habe jedenfalls von keinem von euch eine Rückmeldung bekommen. Es gibt da auch auf einer Seite die Veranstaltungen. Vielleicht denen ist es ganz gut. Ganz gut, das ist genau, genau, auf der letzten Seite. Also Ausgabe vom Dezember 2013, Veranstaltungen vom Juni 2013. Solche Fehler können natürlich passieren, aber ich sage, es gibt da hier mal ein Redaktionsteam, da ist bei einer Bürgermeisterpartei, das gibt auch eine Firma, wo wir sehr viel Geld bezahlen dafür. Das darf nicht passieren. Das darf, wenn einer das durchlässt, der muss das auffallen, und wenn er so eine professionelle Firma das macht, darf es nicht auffallen. Und deshalb müsste man da einfach entsprechende Maßnahmen setzen und dann eine Reduktion der Kosten beantragen. Gut, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Ich beantworte für dich. Ja, für die, dass ich beantworte. Ja. Ja. Du hast eine Frage gestellt, das war eine Aussage, die du gestellt hast, aber du hast für mich keine Frage gestellt. Was ist die Frage? Und das erste bitte auch, das erste war auch, dass es auch ins Protokoll kommt, dass es den Repräsentationskosten nicht akzeptiere und deshalb nicht einverstanden bin mit dem Rechnungsabschluss. Gut, gibt es jetzt irgendeine Frage oder was? Ja, die Frage ist, du bist im Redaktionsteam drin. Was sagst du dazu? Ist ein Fehler passiert?
Und ich sage einmal, es wird der Firma gesprochen worden diesbezüglich und die hat sich entschuldigt. Nur entschuldigt, dass auch eine Kostenreduktion angeboten. Da wird darüber noch verhandelt. Gut, nächste Frage. Ich habe eine Frage zu dem vom Prüfungsausschuss auch schon aufgeworfenen 9.100 irgendwas Euro Gerichtskosten. Die du verursacht hast. Nein, die 9.000 Euro, die du... Ja, die du durch deine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft verursacht hast, ja, wo sie herausgestellt hat, dass das falsch war von deiner Seite, wo du den Fortführungsantrag oder den Angestellten der Gemeinde unseren Amtsleiter bei der Staatsanwaltschaft angezeigt hast. Da steht klar auf dem Start, Anzeige durch Stefan Heimreich, bitte. Und du bist bei der Hauptsache die Staatsanwaltschaft befragt, dass sie du eingestellt. Diese, ich möchte jetzt gerne ausreden, diese durch dich privat verursachten Rechtsanwaltskosten, gibt es dafür einen Gemeinderatsbeschluss, dass die Gemeinde diese Kosten zu tragen hat? Muss ich nachschauen, weil ich da nichts ausschließen kann. Das ist jetzt aber der Punkt Rechnungsabschluss und eine Fragestellung. Es ist dauernd, dass ich glaube, bei den Fragen ist sie teilweise schon beantwortet worden und kann ich jetzt nicht beantworten, wenn ich alle unterlaufen werde. Ja, ich glaube, alle im Gemeinderat erinnern sich, dass es keinen Gemeinderatsbeschluss gibt, diese Kosten zu übernehmen. Deswegen sind dort 9.000 Euro zu Unrecht der Gemeinde verrechnet worden und das passt einfach nicht in einen Rechnungsabschluss hinein. Das ist unser Statement dazu und gleichzeitig möchte ich mich an den Bernhard anschließen, was Repräsentationskosten, die einfach überschritten worden sind, die Zeitung, die nicht eingehalten wurde und so weiter und so fort. Wir bedanken uns trotzdem für die Erstellung des Budgets. Für die Erstellung, die sehr schön war, aber für die inhaltlichen Sachen, was du alles der Gemeinde verrechnet hast, da können wir natürlich nicht mitgehen. Das ist klar. Danke Ihnen. Gibt es noch weitere Fragen, Frau Kronberger? Du warst den Gemeinderat und du weißt, dass wir mitgegangen sind, aber vielleicht kannst du dich erinnern. Das war schon offensichtlich, kannst du dich erinnern. Das war schon lange her. Das war schon lange her. Bei den letzten 2 Jahren ist es nicht mitgegangen. Aber das ist ja auch wenn du 9.000 Euro in der Gemeinde verrechnest, wie heißt der Gemeinde? Frau Kronberger, warte, gibt es noch Fragen? Weil die Frau Kronberger, das ist die kompetente Dame aus der Buchhaltung. Gibt es noch Fragen? Keine mehr. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Und gut, dann kommen wir zum Antrag. Ich stelle den Antrag, den vorliegenden Rechnungsabschluss 2013 zu beschließen und die Rechnungsträger Bürgermeister und Gemeindekassier zu entlasten. Wer für den Antrag ist, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Danke. Gut, dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt 3, Kreisverkehr Spar. Und Tagesordnungspunkt A, das haben wir ja aufgesetzt. Achso. Weil noch nicht alle Vertragsbestandteile zwischen den einzelnen Vertragspartnern ausgehandelt wurden. Und es geht jetzt darum, wir haben vor ungefähr 2 Jahren bereits einen Gemeinderatsschluss gefasst für den Bau des Kreisverkehrs, für den Bau des Kreisverkehrs. Und zum damaligen Zeitpunkt war noch nicht ganz klar, wie hoch die Kosten sein werden. Die sind jetzt auch noch nicht ganz eindeutig. Allerdings wird unser Anteil nach Schätzungen eben vom Diplom-Ingenieur Fisch und auch von unserem Bauamtsleiter in der Höhe in etwa von 340.000 Euro brutto liegen. Und der Kostenanteil, den die Firma Spar übernehmen würde, der würde ungefähr bei 240.000 bis 250.000 Euro liegen, wenn sie bereit sind, noch damit einzubringen. Und heute geht es aber für sich darum, dass wir diese Darlehensaufnahme beschließen für die Umsetzung des Kreisverkehrs. Bitte, Roman. Du hast gesagt, würde oder könnte oder wird. Ja, richtig, ja. Das sind Schätzungen. Es gibt nur Schätzungen. Ja. Es gibt schon eine detaillierte Aussagen noch darüber. Man weiß, es wird irgendwo in der Größenordnung zwischen 400.000 und 600.000 Euro bewegen. Es hängt davon ab, ja, ob es jetzt in Asphalt oder Beton ausgeführt werden muss. Und das sind alles Fragen, die man jetzt im Vorfeld noch nicht klären kann. Dann stelle ich dir jetzt einen Zusatzantrag, diesen Antrag erst dann abzustimmen, wenn es konkrete Zahlen gibt. Und keine Zahlen oder Schätzungen gibt. Ja, konkrete Zahlen wird es nicht geben können. Es wird immer nur eine Schätzung bleiben, weil der Diplom-Ingenieur Frisch zuerst einmal beauftragt werden muss, dass er eine Detailplanung macht und aufgrund dieser Detailplanung kann man dann im Endeffekt dann sagen, auch nur, was es ungefähr kosten wird,
Weil welche Probleme das jetzt beim Bau auftauchen, das kann man leider nicht vorhersehen. Man kann es nur einschätzen. Und deshalb wird es immer nur eine Schätzung sein können. Ja. Aber nachdem wir einen kompetenten Bauungsleiter haben, der gut weiß, wie man solche Sachen angeht, kann man darauf auf jeden Fall vertrauen, dass diese Zahlen, die da jetzt am Tisch liegen, die 340.000 Euro, die wir benötigen seitens der Gemeinde dafür, dass die höchstwahrscheinlich dafür ausreichen werden. Wenn der Betrag höher werden sollte, dann muss er eh sowieso ein Neubeschluss gemacht werden. Und wenn es weniger ist, ist es auch gut, weil dann ist es noch dann rückgeführt einfach in den Kredit und dadurch wird er dadurch noch weniger in Anspruch genommen. Da bin ich schon bei dir, wenn du sagst, dass wir mit Kosten zu rechnen haben könnten, weil jeder was